Okay, nächste Quest erledigt. Und damit haben wir jetzt ein kleines Problem. Nee, Quatsch, wir haben teilweise ein kleines Problem, weil jetzt eigentlich der nächste Brachydios kommen würde. Ich dachte zuerst, weil der Kirin jetzt kommt, aber wir machen zuerst den Brachydios, den zweiten, dass der mal wegkommt. Wobei, der kommt im Vulkan, ne? Dass wir dann vielleicht ein bisschen Abwechslung haben und nicht zweimal den Vulkan hintereinander, können wir auch den Kirin machen. Dann wartet der halt nicht so lange. Ja, du bist im Vulkan. Okay, machen wir die Kirin. Passt eigentlich ganz gut. Und dann werde ich es wahrscheinlich wirklich so machen, dass ich die Katzenquest danach mache. Wobei, wie gesagt, vielleicht beende ich dann auch nach den beiden Viechern. Wir werden sehen. So, Kirin, da habe ich ein kleines Problem. Weil Kirin hat nahezu keine Schwächen. Er hat eine Feuer- und eine Wasserschwäche. Genau. Und null auf Eis. Und ja, das kann ich nutzen, aber er hat halt bloß eine minimale Feuer- und Wasserschwäche und auch nicht so eine große Schwäche auf Gift. Das ist halt so die Frage, so, was nehme ich da denn jetzt? Die Frage ist auch, soll ich Doppelklinge oder Langschwert nehmen? Eis hat er neutral, ist jetzt eigentlich nicht so gut. Die Brüderflammen. Ich meine, irgendwas mit hohem, Standardschaden, so 140 Standardschaden wäre da schon ganz cool. Wie viel hat denn meine Werde? Die hat halt bloß 110. Aber das Gift. Wie gesagt, Gift ist nicht unglaublich effektiv. Es ist teilweise effektiv, aber nicht so sehr. Es gibt definitiv schwächere Monster gegen Gift. Die Brüderflammen sehen gerade sehr schön aus. 16 Feuer, aber 140 Angriff normal. Das ist eigentlich ganz cool. Die Typ 41 Fleischwolf, 51 Fleischwolf, die sind halt eher wieder nicht so gut, weil die halt mehr Element haben. Und hier will ich jetzt eher auf den Rohschaden gehen, weil wie gesagt, weil er halt mehr Schwäche hat beim Rohschaden. Oder halt weniger Elementschwäche. Sehr, sehr große Frage. Gehe ich auf die Bruderflammen einfach bloß wegen den 140 Schaden? Wäre natürlich eine Möglichkeit. Haben die? Die haben bloß 120. Die grüne Schärfe ist halt nicht massiv. Aber ich glaube, Doppelklinge sind auch besser, weil das halt ein sehr kleines Monster ist. Ich würde mal sagen, ich mache die Brüderflammen. Da können wir, glaube ich, auch gut loslegen mit dem Dings. Mit dem Wolfsrachen. Blutwind vielleicht gar nicht so sehr. Das ist die interessante Sache. Was haben wir denn hier noch? Eine besondere Medizin, die den Körper hart wie Stahl macht und die Verteidigung stärkt. Bei der Nutzung ist eingehender Schaden reduziert und Rückschlagschutz aktiv. Dafür ist aber Sprint nicht möglich. Das ist dezent uncool. Also zumindest für mich halt. Massenkombinierer. Ja. Deine Gesundheit wiederherstellt. Ja, dass du. Je länger du bleibst, desto mehr Gesundheit stellst du wieder her. Oh, dein Ausdauerverbrauch wird temporär angehalten, wenn du ein Objekt trägst. Wusste ich gar nicht. Wie krass, der Wegläufer. Kann man ja super nutzen. Wusste ich gar nicht, dass es den so gibt. Durch Konzentration und die Handlungsfähigkeiten und die Gesundheitsschutz vor kurzer Zeit effektiver temporärer Schadenkampf wird schneller regeneriert. Nee. Absolutes Ausweichen. Ja, ist auch nicht so gut. Die Jägeroase könnte ich mal probieren. Auf der anderen Seite, ich will eigentlich nicht so viel Schaden fressen und das XL ist halt schon viel. Das ist. Ich meine, Wolfsrachen ist halt L und das braucht schon relativ lange, bis man das aufbaut. Und XL ist dann halt nochmal so. Ugh. Das dauert dann ewig. Ich glaube, ich bleibe beim Blutwind und mache dann halt den Wolfsrachen. Blutwind können wir bestimmt auch mal einsetzen. Das war halt bloß die Frage, können wir irgendwas anderes dafür benutzen? Aber eher nicht. Ich könnte jetzt auch auf den Dings gehen. Auf den Konterstil und dann halt bloß den Wolfsrachen. Dann hätte ich auch mehrere Möglichkeiten. Aber ob das jetzt so interessant ist, ich glaube eher nicht, dass der Konterstil so gut ist bei ihm, weil er ist schnell und klein. Und die beiden Sachen sind meistens nicht gut beim Konterstil, weil es dann halt meistens heißt, dass man einfach durch und durch kontert. Klar, also Schaden bekomme ich keinen, aber ich kann es ihm halt nicht heimzahlen.
Das ist ein bisschen ätzend. Vor allem weiß ich nicht, wie konnte das hier im Doppelklingen funktionieren, ob das so gut harmoniert. So, Trank, Megatrank, Heißgetränke definitiv. Fallen viele, weil es dort oben ja sehr kalt ist. Dio brauchen wir definitiv nicht, dafür haben wir null Bären. Ja, Dark, viel mehr können wir ja nicht mitnehmen. Wir können ja zum Beispiel nicht fangen oder sowas. Ist ja ein Drachenältester, ist ja als Drachenältester klassifiziert. Deswegen immer ein bisschen kniffliger gegen ihn, auch wenn man es ihm definitiv nicht ansieht, dass es ein Drachenältester ist. Okay. Na gut, schauen wir mal, wie es läuft. Kirin jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich ihn erledigt habe. Oh Gott. Achso, ja. Ich dachte schon irgendwas Wichtiges. Hey, Bystroschein. Super wichtig. So. Das Weiße und hier, der Kirin. Definitiv eine interessante Quest. Also es ist so... Ja, die schicksalsgebundenen vier sind natürlich definitiv der Endboss so ein bisschen, aber das ist so ein bisschen der Vorendboss. Schau mal, wie es läuft. Meine Freunde und ich suchen nach einer Phantomkreatur. Als wir sie fanden, blieb uns ein Moment, bevor sie uns mit Donner überzog und auseinanderriss. Bitte hilf uns, Jäger. Oh Gott. Bis sie uns auseinander... Vor allem, das klingt halt so, als wäre es, keine Ahnung, Rajang oder so irgendwas, aber es ist halt bloß so ein kleines Pferdchen. Die Gildenflagge, eine Flagge, mit der du beweisen kannst, dass du einen Berggipfel bezwungen hast. Gildenflagge ist extrem... Was? Wieso ist die heiß? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass eine Gildenflagge heiß ist. So. Wieso brennt die Flagge? Wieso? Vor allem dadurch schmilzt doch dann der Gipfel. Was macht das überhaupt für einen Sinn? Ich meine, okay, ich lege die Flagge auf den Gipfel, aber hä? Vor allem, wo genau muss ich die hinlegen? Beim toten Drachen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich meine, das bisschen Schaden, das kann ich ja dann wieder gegen regenerieren. Das ist in Ordnung, aber es ist echt ein bisschen uncool. Ich meine, es gibt auch bloß einen Gipfelpunkt. Das ist halt in 8. Deswegen, da gibt es eigentlich keine andere Sache. Nur, ja, ich bin mal gespannt, wo genau ich die jetzt hinlegen muss, weil das habe ich jetzt halt noch nie gemacht. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das laufen wird. Okay, hier ist zum Glück auch nicht der Kirin. Ich könnte mir vorstellen, wieso ist mir jetzt überhaupt kalt, wenn die Flagge extrem heiß ist? Entscheid dich, Spiel, ist mir jetzt heiß oder kalt? Was? Ich meine, meine Finger verbrennen jetzt oder meine Hosentaschen verbrennen oder wie auch immer, wo auch immer ich die hingesteckt habe. Zumindest das verbrennt gerade eben, aber meine Hände sind kalt. Oder mein Körper ist kalt. So, hier ist der Kirin auch nicht. Das heißt, er kommt tatsächlich in 6. Ja, gut, okay. Ich hätte jetzt fast schon hier vermutet. Oh, danke, Katzen. Das ist sehr nett von euch, dass ich mich mal ein bisschen gegenhalte. So. Wie gesagt, ich kenne keinen anderen Weg zum Gipfel hier. Und dort oben weht eigentlich immer eine Flagge. Von dem her müsste das schon passen. Kann ich die jetzt einfach in den toten Drachenälsten packen? Nö. Wäre schon zack. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch hochgeht. Vielleicht bloß in der Quest. Oh Gott. Wie cool das ist. Krass. Ich meine, wenn man hier... Ich meine, man hat eine gewisse Aussicht, auch wenn es natürlich bloß Hintergrundgrafik ist. Das ist irgendwie schon cool. Du hast die Nebenquest erfüllt. Na, und ich habe die Flagge aufgestellt. Bonusverräte von Nebenquest. Achso, ja klar. Und wieso dampft der... Was ist denn das jetzt? Okay. Das ist aber, wie gesagt, schon cool hier oben. Wusste ich nicht, dass es so geht. Schön. Dann können wir jetzt nach dem Kirin schauen, nachdem wir das erledigt haben. Das war eine coole Sache. 6. Und ich meine, jetzt bin ich auch schon wieder voll, nachdem die Katzen mich kurz geheilt haben. Deswegen, dass sie jetzt heiß war, war kein so großes Problem. Es war ganz witzig. Kirin! Das war eine merkwürdige Cutscene, aber okay. Na du, altes Pferdchen, du. Was war das denn? Oh Mann. Kirin schon eine Weile her. Oh, guck mal. Das ist aber sehr viel... Das ist nicht random gewesen, wie er das macht. Wie lange ich aber brauche, bis ich wieder aufstehen kann.
Das war nicht rein zufällig, wie er das gemacht hat. Das ist super interessant. Natürlich greifst du mich genau dann an. Ist das wieder so? Tatsächlich? Das hat er aber früher nicht so gemacht, oder? Also, schon in 4 Ultimate nicht. Dass er so einen Kranz um sich rum macht, das war doch immer zufälliger. Und jetzt sehe ich halt auch schon die Stärke der Doppelklinge im Vergleich zum Langschwert. Man kann einfach sehr viel schönere Sachen machen. Das ist schon wieder dieser Kreis um ihn rum. Aber den kann man sogar austricksen, wenn man... Oh, was ist denn das jetzt? Wieso hast du jetzt eine Aura um dich rum und was macht die? Ich meine, du bekommst jetzt erst... Du hast jetzt erstmal mehr Rüstung. Das hast du sonst auch immer bekommen. Das ist immer furchtbar ätzend. Aber was genau macht das noch? Wo bist du überhaupt? Hä? Da. Wow, wow. Trick dich ein, Pferdchen. Trick dich ein. Und wo genau ist er jetzt gepanzert? Am Horn doch nicht. Nee, am Horn nicht, genau. Das heißt, das muss ich abpassen. Ach, aber es ist halt überall gepanzert, außer am Horn. Ich dachte irgendwie, dass das... Aber er kann bloß noch den Angriff. Hä? Das ist ja irgendwie merkwürdig. Das war der Zielsuchende, glaube ich, ja. Wobei der wahrscheinlich auf die Katzen ging. Oh Gott. Und guck mal, verfolgen ihn jetzt Blitzschüsse? Nee, okay. Ach. Das Problem ist Kirin. Man bekommt ihn einfach nicht mehr. Das ist cool, dass er so anstürmen kann und dann Blitze hinterlässt. Das ist eine sehr coole Sache. Allgemein, ich meine, ich mag ja den Kirin, aber er konnte noch nie so viel. Ah nee, es gibt einfach bloß eine große Fläche. Die haben den Kirin scheinbar nochmal geändert. Also sie haben ihn damals schon in 4 Ultimate geändert, wenn ich das richtig weiß. Aber jetzt irgendwie trotzdem nochmal. Weil er kommt mir gerade überhaupt nicht bekannt vor von seinen Angriffen, die er so macht. Das ist jetzt so... Ist auf der einen Seite natürlich auch gut, weil... vor allem in Freedom 2 war er immer... Oder Freedom Unite. War er, fand ich, immer sehr ätzend. Ich mochte den Kirin nicht unbedingt, weil er... schwer zu durchschauen war. Und der ist jetzt super einfach zu durchschauen. Das ist... Er hat bloß 2-3 Angriffe, die er spammen kann. Größtenteils halt den Dings um sich rum. Ja, das ist... Der ist super durchschaubar, weil er, wie gesagt, halt nichts machen kann. So, ich mach den Kringel um mich. Ich mach den Kringel um mich. Ich mach den Kringel um mich. So, okay. Langsam habe ich's raus. Ja, der Austritt, das ist kein großes Ding. Achso, stimmt, der ist jetzt auch nicht mehr aggro. Das heißt, das kann ja allgemein auch weniger. Komme ich so an dich ran? Ach, natürlich nicht, weil er viel zu schnell ist. Ich hasse den Kirin deswegen. Komm schon, dein Horn. Ich will dein Horn haben. Ach. Oh Gott. Okay, schon Waffenstärke gesunken. Davor hatte ich halt ein bisschen Angst. Aber ich meine, ich komme eh nicht wirklich durch. Deswegen ist es grundlegend schon fast egal. Komm, das waren doch jetzt gute Schläge. Okay, er ist aggro. Macht bloß wieder den Kringel um sich. Ach, schade. Ich dachte, es trifft so ein bisschen seitlich. Das gibt so eine, denkst, so eine Fläche, ja. Das habe ich jetzt auch verstanden. Also Kringel, Fläche, Strahl nach vorne. Und hättest du da nicht jetzt eigentlich auch hinter dir welche machen können? Na, keine Ahnung. Wie du meinst. Ich mag das nicht, wenn er so hin und her springt. Das ist immer so ätzend. Aber die Fläche hält halt auch nicht lange an. Ich muss sagen, jetzt wäre mir vielleicht sogar das Ding, das Langschwert lieber gewesen. Weil er doch viele, viele Punkte hat, wo er einfach schön dasteht, wo man ihn auch schön mit dem Langschwert angreifen könnte. Ich meine, es geht auch mit den Doppelklingen. Das ist kein großes Ding, aber ich sehe halt, manchmal können die einfach so vorbeirennen und dann halt kurz den Schlag reingeben und halt wieder abhauen. Das wäre da sehr möglich bei ihm. Ja, komm, komm ran. Es wäre zu cool gewesen, wenn ich da durchgekommen wäre. Es wäre viel zu cool gewesen. Leider hat es nicht funktioniert. Ja, die Fläche ist da immer ein bisschen gefährlich. Ich komme halt gerade wirklich nicht unbedingt an ihn ran, aber es ist halt, während der Agro ist, ist es auch gefährlich. Sobald du liegst, beziehungsweise erschöpft bist oder so irgendwas, werde ich dich mit dem Wolfsdrachen so unendlich umkombonen. Okay. Wo ich auch bisher Glück hatte, ist, dass ich noch nicht betäubt wurde. Ich wurde ab und zu getroffen, aber ich glaube, die meisten seiner Schläge, die mich getroffen haben, währenddessen dann, waren gar nicht, also waren gar kein Verwirrungsschaden. Weil normalerweise triggert er ja ziemlich schnell.
Okay, war eine interessante erste Runde. Ich find's interessant. Also habe ich den Kirin bloß nicht mehr im Kopf oder hat er jetzt wirklich einiges verlernt? Beziehungsweise sehr viel einfacher geworden? Bin ich mir jetzt gerade wirklich nicht sicher. Ja, schade. Nein, was tust du? Okay, komm schon. Yes, na also. Wolfsrachen, wir kommen. Okay, oh Gott. Ganz ruhig, Pferdchen, ganz ruhig, Pferdchen. Ich habe keine Ausdauer mehr, meine Güte. So, haben wir hier mal kräftig drauf. Na also, und jetzt Wolfsrachen. Das wird zu lange dauern, oder? Ich meine, das Schadenspotenzial, das ich jetzt halt habe, ist unendlich. Und das kann ich mir halt eigentlich nicht entgehen lassen. Wie gesagt, dieses unendliche Schadenspotenzial. Ach, das ist bloß Agro, verdammt. Das hätte ich so schön ausnutzen können. Das waren jetzt zwei schöne Kombos. Ich denke, ich hätte vielleicht noch mehr rausbekommen. Ach so, ja klar, ich bin nicht mehr... Ja, okay. Das war natürlich blöd. Was zur Hölle hat er denn gerade gemacht? Er hatte irgendwie den Blitz hinter sich, hat sich aber nicht bewegt. Das war interessant. Okay. Ja, wie gesagt, der Wolfsdrachen sollte ihm jetzt eigentlich richtig gut Schaden machen. Och, natürlich der Kringel, wenn er da so am Rand steht, ist echt fies. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen den Wolfsdrachen ausnutzen, aber ich glaube, ich habe wenig Chancen. Nur solange er liegt, ist es wirklich effektiv. Und Drachenschatz, sehr schön. Na, ich muss noch lernen, wann er was macht. Das war das Horn. Zumindest denke ich, dass das das Horn war. Kannst du dich mal zeigen? War das das Horn? Er blitzt so und ist so leuchtend hell und ich sehe es doch nicht. Meine Güte. Ach. Wie gesagt, wenn ich halt nicht um ihn rumkomme... Ja, das war das Horn. Sehr schön. Wenn ich nicht um ihn rumkomme, dann ist es halt echt schwierig, wenn er eine Kringel macht. Oh Gott. Nicht gut. Nein. Au. Ja, okay, das Feld macht extrem Schaden. Verwirrt? Nee, Glück gehabt. Das Feld macht schon sehr viel Schaden, aber ich meine, aus dem Feld kommen wir halt auch sehr leicht raus. Aber ich meine, er ist auch gerade im Low-Rank, das darf man nicht vergessen. Das ist so, er ist Low-Rank und der erste Drachenälteste. Na gut, neben dem Shagaru, das muss man jetzt auch sagen. Shagaru hatten wir ja auch schon. Aber vielleicht liegt es auch daran, aber ja, gerade eben ist es super, super einfach. Okay. Wie ich mir dachte, hat der Blutwind nicht wirklich viel gebracht. Aber ein Versuch war es wert. Ich meine, ein bisschen Schaden hat er gemacht, definitiv. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich weiß auch nicht, weswegen. Ich muss erst damit... Ich meine, ich habe es ja sofort durchschaut. Aber ich komme immer noch nicht ganz damit klar. Das gibt jetzt... Nee, was gab das? Also, der Strahl nach vorne? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, was das gerade für ein Angriff war. Es sah aus wie ein einzelner Angriff. Okay, oh. Jetzt hätte ich halt gerne sofort einen starken Angriff und nicht erst, nachdem ich mein Dings hab. Na gut, das geht auch. Nachdem ich meinen Dämonentanz hab. Das geht um ihn rum. Nein, was? Ach, weil ich da gerade keine Ausdauer mehr hatte. Wie gemein. Okay, du bist wieder aggro. Von mir aus. Oh Gott, weg, 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 weg. Ach. Natürlich kam genau dann da der Blitz. Da wäre es sogar sinnvoller gewesen, wenn ich einmal drin gestanden wäre, muss ich wirklich sagen. Na gut, ich muss eigentlich auch wieder wetzen. Oh Gott, Doppelheilungskatzen, das war gerade eben sehr schön. Auch wenn es nicht so notwendig war, was? Wenn ich es nicht brauche, dann heilen sie beide gleichzeitig. Aber wenn ich da mal dringend Heilung brauche, dann so, nö, beide Katzen nicht erreichbar. Ja, gerade eben ist es wieder sehr schwierig, da irgendwas hinzubekommen. Ach, das Feld ist, glaube ich, auch größer, wenn er aggro ist. Bin zwar aber gerade auch nicht sicher. Oh Gott. Ist gut. Das war nochmal ein Schlag, ein Sprungschlag. Meine Güte, aber wann stirbst du denn? Ich meine, wie gesagt, er bekommt halt nicht so viel Schaden durch die Elemente und sowas. Ja, es hat ihm sogar noch ein bisschen Schaden gemacht, als ich war beinahe durchgekommen. Nein, okay, Glück gehabt. Da braucht er echt verdammt lange, bis er das aufgeladen hat. Was gar nicht passiert ist bisher, ist, dass er umgekippt ist. Oder umgefallen. Das war früher mehr. Ich meine, gut, dadurch kann man ihn halt das besteigen.
Aber wie gesagt, früher ist er halt immer mal wieder hingefallen. Und dadurch konnte man ihm halt gut Schaden machen. Das macht er jetzt irgendwie gar nicht mehr. Also, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange der Kampf noch geht, aber ja, so gerade eben sieht es nicht danach aus, als würde er es jetzt noch häufig machen. Ich hoffe zumindest mal, dass der Kampf bald vorbei ist, weil Kirin ist doch immer anstrengend. Ich meine, wir haben jetzt zwar eine ganz gute Strategie gegen ihn, würde ich sagen, aber ja, anstrengend ist er trotzdem. Und er war jetzt ja auch schon häufig aggro. Das ist es ja. Ja, genau das meine ich. Genau das. Na also. Schön, dass du es mir nochmal so schön demonstrierst. Oh Gott, das wird wehtun. Ach nee, ist bloß wieder aggro. Perfekt. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Guck mal. Ich habe dazugelernt. So, Blutwind. Natürlich nicht während er aggro ist und während er gerade eben den Blitz um sich herum macht. Beides sehr uncool. Oh Gott. Wie gesagt, er wird halt schon sehr schnell aggro. Ein gutes Zeichen, definitiv. Au. Ich meine, es hat nicht so viel Schaden gemacht, er hat mich da einfach wieder hochgeworfen. Also nicht so verkehrt, aber es war schon fies. Ob ich nochmal auf ihn draufkomme? Ich meine, wenn er damit weitermacht. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob das so viel bringt, wenn ich da die ganze Zeit abprall. Bei dem Schwungschaden. Ah, scheinbar hilft. Okay, sehr schön. Wolfsdrachen habe ich leider noch nicht, aber... Ja, Blutwind wird da nichts bringen. Schwierig. Oh Gott. Pferdchen, alles ist gut. Ich meine, nichts ist gut, du bist gleich tot. Oh, das ist uncool, dass er das gleich so schnell hintereinander macht. Ich habe keine... Oh Gott. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste es so machen. Weil der einfach viel zu viel Ausdauer gekostet hat. Okay, das war's. Sehr schön. War eine gute Quest. War anstrengend, ich meine, ist Kirin, wie gesagt, es ist eigentlich der einfachste Drachenälteste, aber er ist nie wirklich so einfach. Und den haben sie jetzt wirklich sehr vereinfacht, der konnte, wie gesagt, ja gar nichts. Aber immer auch ein relativ fieses Biest. Vor allem halt, wenn er so ein bisschen seine Panzerphase hat, während er aggro ist. Die hat er, glaube ich, schon immer. Also im Freedom 2 war er da schon immer schwierig anzugreifen, wenn er aggro ist. Und ich glaube, in 4 Ultimate auch. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich glaube, ich habe 2, 3 Kirin erledigt in 4 Ultimate. Die kommen ja wirklich nicht häufig. Und wenn, dann sind es irgendwelche komischen Event-Quests. Ich glaube, da hat er auch die komische Panzerung während der Aggro ist. Das macht ihn eigentlich wirklich gefährlich, weil ansonsten hat er kaum Chancen gegen einen, wenn man die ganze Zeit draufhauen könnte. Also wenn er ganz normal, wenn er die ganz normale Panzerung die ganze Zeit hätte, dann, wie gesagt, wäre es schon relativ einfach gegen ihn. Deswegen ist schon in Ordnung, aber ja. Immer ein bisschen anstrengend wegen den ganzen Blitzeffekten. Aber gut. Haben wir den erledigt, unseren ersten Kirin. War schön. Schön auch, dass er wieder dabei ist. Ich mag ihn auch einfach. Das ist halt eine Mähne. Sehr schön. Maxi-Trank. Okay. Wieso auch immer. Aber ich nehme ihn definitiv. Und ein Kirin-Horn. Sehr, sehr gern gesehen. Ach. Nebenquest hat er leider bloß 2 Juwele gegeben. Das ist so... Jetzt so im Nachhinein... Ich meine, es hat mir auch ein bisschen Belohnung gegeben, klar. Aber so im Nachhinein ist es dann halt wirklich nicht mehr unbedingt wert, wenn man bloß das dafür bekommt. Na gut. Aber wie gesagt, Kirin haben wir erledigt. Prima. Wir kommen langsam dem Ende des Jägerrang 6 sehr nahe.